Hallo, herzlich willkommen zu diesem Vlog. Es ist Freitagabend, mittlerweile 5 nach 7. Ich wollte den Vlog eigentlich schon direkt nach der Schule anfangen, das habe ich allerdings nicht ganz schön geschafft. Ich war nämlich noch einmal hier bei diesem Handy-Reparaturladen, weil mein Bildschirm kaputt war. Den habe ich reparieren lassen. Das war aber allerdings schon vorgestern. Dann war ich gestern noch einmal da, weil der Touchscreen nicht richtig funktioniert hat. Da meinten die, ja, man muss einfach ein Update machen. Dann hat der Touchscreen immer noch nicht richtig funktioniert, hat irgendwo irgendwelche komischen Gesten registriert. Es war einfach hässlich. Dann habe ich ihn jetzt nochmal neuen einsetzen lassen. Das haben die umsonst gemacht, was sie gesehen haben. Ja, es geht wirklich nicht so richtig. Seitdem funktioniert jetzt wieder alles. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Und dann habe ich noch heute angefangen oder fast fertig gepackt. Und packen ist das richtige Stichwort, denn wir fahren heute Nacht um 3 oder sowas, irgend sowas, heute Nacht halt, noch weg im Urlaub nach Bayern. Das hatte ich euch noch gar nicht gesagt, beziehungsweise habe ich auch seit 1,5 Wochen oder so keinen Vlog mehr gemacht. Und den letzten, den ich vor 1,5 Wochen gemacht habe, habe ich auch noch gar nicht geschnitten. Das habe ich eigentlich auch schon seit einer Woche oder so vor, weil ich relativ viel zu tun hatte und so. Aber ich habe jetzt hier fast alles gepackt. Hier liegen noch ein paar Kabel rum, mit denen ich dann aber noch ein bisschen was aufladen muss und so. Die kommen dann aber gleich in den Rucksack. Im Grunde genommen bin ich so gut wie fertig mit Packen. Meinen Koffer haben wir, mit der ganzen Kleidung und so habe ich schon. Und ja, wir gehen jetzt nochmal essen, danach packe ich das fertig und dann gucke ich mal, was ich bis heute Nacht um 3 mache. Okay Leute, wir haben gegessen, draußen ist übelstes Gewitter. Es ist mittlerweile schon 20 nach 11 und ja, ich habe alles fertig gepackt, muss morgen früh nur noch meine Kamera, meinen Rucksack packen und losgehen. Und ich habe es ja vorhin, glaube ich, schon gesagt, wir wollen um 4 Uhr losfahren. Das heißt, ich kann allerspätestens 3:30 aufstehen und deshalb gehe ich jetzt dann auch mal ins Bett, damit ich wenigstens noch 4 Stunden Schlaf bekomme. Immerhin. Wir sind angekommen. Ich habe hier meine 20 Millionen Rucksäcke bzw. einen Koffer, 2 Rucksäcke. Und ja, ich werde jetzt erstmal auspacken. Es ist gerade 13.58 Uhr. Wir sind vor einer halben Stunde oder so angekommen. Ich werde jetzt erstmal meine Rucksäcke hier auspacken. Wir sind ja jetzt für wie lange sind wir hier? Eine Woche, glaube ich. Ja, ich glaube, eine Woche kommt ganz gut hin. Und ja, mal sehen, wir fahren jetzt gleich noch einkaufen, weil wir natürlich jetzt hier erstmal gar nichts haben. Ja, wie gesagt, ich packe jetzt erstmal meine Rucksäcke aus. Ich habe jetzt einfach mal die beiden Rucksäcke ausgepackt, das hier alles auf mein Bett gelegt, um überhaupt mal so einen Überblick zu kriegen, was ich alles dabei habe, weil das habe ich zu Hause gar nicht gesehen. Ich habe einfach irgendwie so gesehen, auch das Kabel, das brauche ich auf jeden Fall noch, das packe ich mal in den Rucksack. Oh, das brauche ich noch, packe ich in den Rucksack. Habe gar nicht so alles auf einem Haufen gesehen, sondern bin einfach so in mein Zimmer durchgegangen. Alles, was ich gesehen habe, oh, das könnte ich brauchen, habe ich in meinen Rucksack gepackt. Und ja, jetzt habe ich hier, wie gesagt, mal alles hingelegt, das auf einem Haufen gesehen. Und ich habe eigentlich gedacht, ich habe gar nicht so viel dabei, aber das hat anscheinend nicht so ganz gestimmt. Na gut, ich habe eine Woche hier und habe so gefühlt jedes Kabel, was es auf dieser Welt gibt, dabei. Aber wenigstens kann ich mir sicher sein, dass ich nichts vergessen habe. So Leute, bitte fragt mich nicht, warum jetzt ab jetzt wieder keine Aufnahmen sind, denn ich hatte es eigentlich so in Erinnerung, dass ich mindestens im Supermarkt oder so jedenfalls noch gefilmt habe, aber allerdings weiß ich das jetzt auch nicht so hundertprozentig genau, weil das Ganze, dass ich das gefilmt habe, auch schon wieder 3 Wochen her ist und ich das im Flugzeug gerade geschnitten habe und mich jetzt gerade in Regensburg befinde. Fragt mich bitte nicht warum, das werdet ihr in zwei Wochen oder sowas in den Vlogs erfahren. Und ja, wenn euch der Vlog trotzdem gefallen hat, könnt ihr jetzt gerne hier drauf drücken, meinen Kanal abonnieren. Übrigens, was ich euch verspreche, morgen kommt ein richtiger Vlog aus diesen Ferien mit auch Abmoderation und wo komplett alle Dateien da sind, das habe ich gerade gecheckt, das ist alles da, also auch mit coolen GoPro-Aufnahmen vom Fahrradfahren und so. Also gerne hier abonnieren, würde mich freuen, wenn ihr morgen bei dem richtigen Vlog dabei seid. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen. Ciao.